Coop Gold. 2012 geborener OS Hengst von Coop Dor, Staccato Gold, Landadel. Coop Gold präsentiert sich als absoluter Siegertyp in Zucht und Sport. Wie schon sein Vater Coop Dor 4 Jahre zuvor, war er 2014 strahlender Chörsieger des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg International in Vechta. Mit Typ, Format und Rahmen ist Coop Gold ein Leistungshengst, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann. Als teuerster Springhengst der Auktion verkauft nach China, blieb Coop Gold zunächst zur sportlichen Förderung in Benstrup. Ende 2015 absolvierte er seinen 30-Tage-Test in Schliekau mit erwartungsgemäß überragenden Noten im Springen. Gerade mal 6-jährig konnte er bis 2018 bereits 13 Springpferdeprüfungen mit Höchstnoten bis 9,0, darunter Bundeschampionatsqualifikationen, für sich entscheiden. Spitze. Mit perfekter Technik. Der Siegerhengst hier in seiner Halle hat sich prächtig weiterentwickelt, ist mit Philipp Miller auf dem besten Weg. International soll es weitergehen, gerade 7-jährig gewesen. 7-jährig geworden. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen das gefallen hat, dann geben Sie auch Philipp im Sattel nochmal einen dicken Applaus mit Coop Gold vom Coop Dor Staccato Gold Landadel. Coop Gold, hier zu sehen bei seinem Auftritt in der Youngster Tour beim Turnier in Rulle unter Philipp Bülle, ist ein Sohn des Coop Dor, der sportlich mittlerweile ebenfalls unter Philipp Bülle in internationalen S3-Sternespringen angekommen ist. Coop Golds Muttervater Staccato Gold ist selbst ein Sportler der besonderen Sorte und gehört zu den gefragtesten Vererbern der europäischen Springpferdezucht. Coop Golds Großmutter Larissa ist eine Tochter des unvergessenen Landadel und war selbst mit mehreren Reitern bis zur schweren Klasse im Springparcours erfolgreich. Es folgen in Coop Golds Pedigree die Vererberlegenden Figaro und Kronprinz, die beide harte Leistungspferde brachten und zu den tragenden Säulen der Oldenburger Erfolgszucht gehören. Coop Gold präsentierte bislang 3 überragende Fohlenjahrgänge. Gleich aus seinem Premierenjahrgang stellte er im Herbst 2018 2 gekürte Söhne, darunter den hier zu sehenden in Vechta prämierten Camp Nou aus seiner Mutter von Stolzenberg.